Herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Try. Ich muss mich erstmal nochmal wieder entschuldigen bei euch, dass jetzt am Wochenende keine Videos kamen, aber ich konnte halt nichts machen. Erstmal hat das Aufnahmeprogramm gestreikt und wollte nicht mehr aufnehmen und die Aufnahmen sind ständig abgebrochen und ich wusste nicht, woran es lag. Hab den Fehler jetzt aber endlich gefixt und hab rausgefunden, woran es lag. Und zwar musste ich die Festplatte wechseln. Scheinbar, ja, weiß ich nicht, wollte der auf der einen Festplatte nicht mehr, wollte der die Datei nicht mehr abspeichern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war der Ordner irgendwie beschädigt, ich hatte keine Ahnung. Und zum anderen hatte ich, am Wochenende kein Internet. Super. Was bedeutet, ich konnte nichts hochladen. Also konnte ich nie aufnehmen und auch nichts hochladen. Super. Wer mich allerdings bei Facebook verfolgt, der hat das mitbekommen. Da habe ich das gepostet. Also, als es dann wieder ging, das Internet. Von wegen, dass mein Aufnahmeprogramm dann, ja, gestreikt hat. Und das ist eventuell erstmal ein paar Tage keine Videos kommt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Jetzt kommen wieder Videos. Es geht wieder alles. Ich freue mich. Ja. Und ich schnack nicht weiter lange. So, unsere nächste Aufgabe in dem Spiel ist, ja, sag ich mal, auch schon die letzte, ne? Denn in dieser Folge werden wir den Final Boss des Spiels sehen. Rette das Dorf Moga. Wäre ein Ceadius ab. Chacha kommt auch mit. Gruß Chacha. Alles klar. Chacha hat die Maske auf. Wir haben die richtige Waffe. Alles fertig. Essen wir mal richtig schön königlich. Obwohl, nee, wir müssen mal hier. Nehmen wir mal einen Gutschein. Für jetzt unseren einzigen Gutschein nehmen wir jetzt hier für die letzte Quest. Gehen wir mal auf Gesund. Nee, auf Angriff gehen wir. Wasserabwehr. Obwohl, nee, lieber nicht. Ich gehe auf Gesundheit und Wasserabwehr. Das ist vielleicht auch ein bisschen besser. Machen wir das hier. Hat gut geschmeckt. Dankeschön. Immer wieder gerne. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Treten wir dem Ende des Spiels entgegen, dem Final Boss. Hoffen wir, dass wir ihn mit dieser Rüstung und allem schaffen werden. Wir haben 30 Wasserabwehr, was verdammt viel ist. Items, wie sieht's aus? Alles frisch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Unterwegs zum Zielort. Rette das Dorf Moga. Ja, Leute, und dieser Genosse hier, das ist der Ceadius. In Ordnung. Gut, anscheinend bist du am richtigen Ort. Der große Seedrache ist genau dort unten. Unsere Ahnen erzählten von alten Ruinen am Meeresboden in der Nähe des Dorfes. Er hat sich anscheinend dort eingenistet. Beginnt der Kampf, musst du dich auf die Schwächung seiner Gesundheit konzentrieren und ihn in den Ruinen stellen. Lass ihn nicht entkommen, ehe du ihn geschlagen hast, sonst erlebt das Dorf noch ein Erdbeben. Das wäre unser Ruin. Ich weiß, es ist eine schwere Last auf deinen Schultern. Doch das gehört zur Arbeit eines Jägers. Da musst du durch. Alles klar, gehen wir jetzt an die Box ran, holen uns eine Karte raus. Das Gebiet ist 3 Gebiete groß. Ihr seht es gleich. Also das ganze Gebiet hier. Nehmen wir alles raus, was wir hier haben. Ein paar Bomben. Simpler Teleporter. Ein Liter 2 Vorrat. So. Nehmen wir die Ration. Und dann verfolgen wir das Riesevieh, was für die Erdbeben zuständig ist. Und jetzt seht ihr mal, wie groß der ist. Hinter uns. Da ist die Sau. Was wir jetzt erstmal machen. Wir kloppen auf seinen Bart ein. Wenn ich. Genau. Bis der abgeht. Ist auch erstmal seine größte Schwachstelle. In den ersten beiden Gebieten, 1 und 2, da macht er erstmal noch nichts. Das Einzige, was er macht, ist hier rum. Ist ja nur rumschwimmen erstmal. Ab und zu wird er sich mal wehren.
Aber sonst wird er nicht viel machen. Er versucht jetzt erstmal nach Gebiet 3 zu schwimmen. In der Zeit müssen wir aber jetzt Zeit, ihn zu verprügeln und ihn erstmal runterzuschwächen. Er kann uns aber natürlich auch mit seinen Bewegungen hier treffen. Also er wird jetzt mit seinen Flossen beim Schwimmen kann er uns weghauen. Das ist dann sehr unangenehm. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das Beste draus machen. Oh. Ja, da hat er mich gerade weggeschlagen mit seinem Kopf. Aber lass mich mal hier ran an deinem Bart. Muss die mal rasieren, Junge. Dafür sind wir zuständig. Kurz die Waffe nachladen. An dieses Riesenvieh, ey. Komm, lass mich mal ran hier. Nicht mich weghauen. Lass mich... Ja. Ran an deinen Speck. Dann machen wir jetzt so lange, bis er jetzt rasiert ist. Aua. Ist aber doch ganz guter Schaden eigentlich. So, erstmal schön hier ein paar Tränke nehmen. Das kann nie schaden. Müssen halt gucken, dass wir immer schön rankommen. Nein, Fluss ins Gesicht. Aua. Da kommen wir ja jetzt hier. Oh, schon wieder weggehauen. Egal. Rauf da. Oh Gott. Nicht sterben, bitte. Oh Gott, der killt mich ja gleich beim Vorbeischwimmen hier. Die dumme Sau. Du machst mehr Schaden, als ich gedacht habe, mein Freund. Oh Gott, nein. Nein. Aua. Oh Gott, ich bin ja nur im Heilen. Nein, lass mich in Ruhe. Dein Horn ist größer als ich. So, genug geheilt. Rauf da. Das kriegen wir schon hin. Ist kein Ding. Wir hätten mal die Rüstung vielleicht auch mal ein bisschen upgraden sollen noch, ne? Oh ja, das hat ihn getroffen. Schön zurückgeschreckt, die Sau. Es reicht übrigens auch, wenn wir den abwehren. Also wir müssen ihn nicht killen in dieser Quest. Hauptsache er wird abgewehrt. Und der verzieht sich. Wie ihr seht, haben wir auch für die Quest nur 35 Minuten Zeit im Gegensatz zu den ganz normalen 50. Jetzt lass ihn mal rasieren hier. Oh Gott, das war nicht gut. Na komm her. Ein paar Hits. Jawoll. So, ja, fällt mir das doch. Ja, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Nachladen. So, gleich mal die Waffe wetzen. Der hat schon was abbekommen. Hoffentlich stört er mich jetzt nicht. Ja, warte mal da, ne? Ja, fein, machst du das. Er wird übrigens beim Gebietsende wird er anfangen, schneller zu schwimmen. Wir müssen die Zeit wirklich nutzen. Auf ihn einzuprügeln, wie bekloppt. Möglichst eigentlich nicht treffen zu lassen, aber man kann es irgendwie nicht vermeiden. Weil er es immer einfach beim Vorbeischwimmen macht. Und ja. Kann man nicht viel dran ändern. Oh nein! Weg hier! Oh Gott, der ist viel zu fett. Wie sollte ich denn da ausweichen, du dicker Sack, du? Das war ja mies. So dick wie der ist, ey, wie soll ich denn ausweichen, ey? Aber keine Sorge, in Gebiet 3 werden wir, wo der Kampf dann richtig beginnt, werden wir auch andere Hilfsmittel zur Verfügung haben, um ihn zu besiegen. Unter anderem Ballisten, wo wir die Munition vor Ort sammeln müssen. Und auch der Drachenspeer. Der Drachenspeer, der kann einmalig durch 15 Minuten benutzt werden. Und macht halt höllisch viel Schaden bei dem Kerl hier. Also den dürfen wir nicht versauen. Wenn ich das jetzt schon sage, dann passiert das wieder. Ich kenne mich doch. Oh, bin ja fast am Saufen. Tschatscha, komm mal her. Ich brauche mal Sauerstoff.
Gib mir Sauerstoff. Dankeschön. Komm her. Oh, nice. So mag ich das. So habe ich das gerne. Immer wenn er sich zurückschreckt, finde ich gut. Das freut mich doch. Oh, oh. Weg geht. Nein! Ich musste meine Waffe umswitchen, weil die leer war. Ich konnte nicht ausweichen. Zum Glück haben wir so viel Wasserabwehr. Sonst hätte das jetzt ganz schön in die Hose gehen können. Oh Gott. Aus dem Weg! Boah, bist viel zu dick. Ich kann hier mal besamen, auch wenn das hier nicht viel bringt, weil den werden wir sehen. Hui! Cool. Jetzt sehen wir dich auf der Karte. Okay, nochmal ein bisschen stutzen hier. Und ich muss nachladen. Okay, mit der Axt rein. Reinhämmern hier. Rinn die mit drin im Mist. Okay, ich glaube, jetzt wird er anfangen, schneller zu schwimmen. Ja. Da, jetzt können wir uns immer ein bisschen zurückziehen. Ich halte mich nochmal hoch. Die Megatränke hebe ich mir zum Schluss auf. Wie viele Bomben haben wir mitgenommen? Wir haben aus der Kiste, da waren zwei drin, okay. Wie will ich ihn erstmal vorlassen, weil ich habe keinen Bock, dass er mich die ganze Zeit peitscht. Na komm, komm, komm. Jetzt aber hier vorbei, lass mich mal durch. Lass mich mal durch, du Dicker. Willst du doch noch nicht? Dann hau ich dich nochmal. Oh Gott, er will doch. Er wollte mich nur nochmal hauen. Na komm, hau mal dir hinten auf deinen Schwanz drauf, ist auch gut. Den kann man dir auch kaputt machen. Wichtig ist aber erstmal hier vorne eigentlich dein Bart. Das ist das Wichtigste. Wie er dich immer wegpuckt, wenn er sich nur bewegt, das finde ich so schlimm. Na komm, Digga. Weiß nicht, aber irgendwie mag ich die Mucke. Die ist so schön entspannt und cool. Okay, jetzt weg hier. Waffe einstecken. Wir gehen schon mal vor, oder? Da kriegen wir noch ein paar Hits ran. Ich glaube, da kriegen wir noch ein paar Hits ran. Okay, wenn ich nicht nachladen müsste. Okay, ja. Er schüttelt sich. Ja, interessiert das aber nicht. Okay, jetzt schwimmt er schnell. Alles klar, Gebiet gewechselt. Na, wo bleibst du, Digga? Der müsste jetzt hier jeden Moment kommen. Der müsste da gleich erscheinen. Ich könnte theoretisch schon mal wetzen, oder? Ich mach's aber mal. Der braucht ja noch ein bisschen. So. Hallo! Na, auch an die Money kommen. Schön, dich zu sehen. Die Rasur geht weiter. Kostet dich auch nichts. Tja, da hast du mal nicht getroffen mit deinem dicken Riesenschwanz. Oder mit deiner Flosse, eher gesagt. Du bist ein Fisch. Oder eher gesagt, ein Wal. Ein Walfisch. Oder was auch immer. Könnte ich mal wieder einstecken, er ist ein bisschen höher geschwommen. Möchte ja ungern jetzt wieder so oft getroffen werden, eigentlich. Na. Ich schwimme erstmal so ein bisschen voraus. Kamera ein bisschen drehen, ist ein bisschen kompliziert wieder mit der Kamera oder Wasser. Na komm her jetzt hier. Und ruf da. Mach keine Faxen hier. Lass die rasieren. Oh, jawoll. Ja, da ist der Bart ab. Sieht doch wunderschön aus jetzt. Das hier fällt mir doch besser. Guck mal, jetzt bist du wenigstens hübsch. So kann sich wenigstens ansehen lassen, Mensch. Alles klar. Oh, ich glaube, weil wir ihn jetzt rasiert haben, wird er jetzt ja, so schnell wie möglich in Gebiet 3 schwimmen. Weil das ist eigentlich das Hauptziel, was man erreichen soll. Auf diesem Weg von 1 zu 3. Ihm seinen Bart abzumachen. Dann ist er eigentlich schon weit genug geschwächt. Na, da kommen wir auch nicht mehr hinterher. Der wird jetzt hier durchpesen. So schnell können wir nicht schwimmen. Das Gebiet ist so groß.
Nennt sich, glaube ich, auch Unterwasserruinen. Alter! Aber auch gar nicht vorwärts. Können wir mal was hin trinken hier. Tschatscha Luft. Wo bist du denn? Bring mir mal Luft, bitte. Danke. Warte, Ceadius, warte. Ich komme. Boah, der ist aber auch so schnell, jetzt wo wir ihn rasiert haben. Na, der Bart hat ihn verlangsamt, ne? Ja, die Schwanzflosse können wir ihm noch kaputt machen und wir können ihm seinen Rücken noch breaken und sein Horn muss ab. Das ist das Wichtigste. Wenn wir das Horn nicht brechen, dann fehlt die Quest, glaube ich. Wir müssen das Horn kaputt machen. Weil er damit ja immer hier die ganzen Beben verursacht. Na, wie es aussieht, ist der Weg da vorne versperrt, aber das interessiert ihn nicht. Er wird den Weg jetzt gewaltsam öffnen. Tja, das hat wohl nie ausgereicht, wa? So, jetzt habe ich nochmal ein paar Free-Hits. Oder auch nicht. Nein, oder auch nicht. Nicht mich kloppen, bitte. Okay, dann danke fürs Aufmachen, ne? Darf ich vor? Na komm. Ich war schneller. Okay, alles klar. Super. Jetzt wird gleich nochmal eine Animation kommen. Weil der Battle jetzt, der Kampf jetzt hier richtig losgeht. Alles klar. Bomben mal vorbereiten. Alles klar, du Sau. Gut. Toll, wie du ihn vertrieben hast. Auch wenn du jetzt umkippst und verlierst, wird er große Qualen leiden. Er hat die Erdbeben anscheinend mit seinem Riesenhorn verursacht, indem er es gegen den Meeresboden gerammt hat. Du musst etwas gegen dieses Horn unternehmen. Schwächst seine Gesundheit, konzentrierst du deinen Angriff auf den Kopf, solltest du dieses Horn abtrennen können. Geh weiter, du solltest dann irgendeine Riesenwaffe in den Ruinen finden. Suche am oberen Ende nach einem Schalter. Wenn du nur sein Horn abbrechen kannst, hast du es fast geschafft. Rette uns, Jäger. Rette das Dorf Moga. Ich bin dabei. Stör mich nicht. Okay, Bomben mal hier hinpacken. Und hoffen, dass er sich jetzt nicht wegbewegt. Draufhauen! Okay, gut. Das hat ihn erwischt. Mich aber leider auch ein bisschen. Das war es mir aber wert. Vorsicht, Wasserstrahl wird aufgeladen. Das ist hier übrigens der Drachenspeer. Also wenn wir mit diesen fetten Stacheln jetzt vorne treffen, dann tut's weh. So, hier oben müsste irgendwo Ballistenmunition liegen. Oder so. Ja, mach mal da. Ballistenmunition, Ballistenmunition. Ballistenmunition. Da unten. Hier gibt's Ballistenmunition. Möchte ich mal gerne ein bisschen was. Ey! Was springst du da runter? So, da möchte ich hin. Ich meine natürlich schwimmen und nicht springen. Jo, warte mal, Ceadius, ich muss ja gerade ein bisschen sammeln. Alter, deine große Fresse, ey. Na, er will nicht, dass ich. Nein! Ich kann gerade nicht spielen. Ich muss hier sammeln. Ballistenmunition macht auch ganz schön viel Schaden. Ich weiß nicht, ob es mehr Schaden macht als mit der Waffe, aber irgendwie gehe ich mal von aus. Weil die Waffe halt echt nicht so gut ist eigentlich. Ja, schwimm mal da oben lang. Mach ruhig. Das ist für mich ganz okay. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Ah, hier ist nicht mehr. Alles klar, dann schwimmen wir jetzt da runter. Da ist nämlich noch eine andere Balliste. Da möchte ich ihn gerne hinhaben. Alter, dieses Gebiet ist so fett, ne? Oh Gott. Ist ja riesig, ey. So, lass mich mal hier ran. Wie gehe ich hier ran? Ah, okay.
Jetzt kommt. Nein, 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 nein. Nicht so nah ran. Nicht so nah ran. Ey. Alter. So hoch komme ich nicht. Ich will auf dein Horn eigentlich gehen. Du dumme Sau. Da ist das Horn. Ja, wir treffen so irgendwie. Irgendwie so. Oh Gott. Weg hier. Geh weg, 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 weg. Geh ich hier raus. Oh Gott. Ah. Oh, er ist wütend, er ist rot. Er ist wütend. Okay, nochmal ran hier. Und gib ihm. Ruf da, ey, volle Kanne hier. Okay, alles klar, Leute, jetzt ist Drachensperr-Time. Er bereitet sich jetzt hier vor. Irgendwie, ich glaube, er wird jetzt hier nach unten schwimmen. Am Drachensperr vorbei und will dann halt nach oben und dann so einen Wasserstrahl aufladen. Wir werden ihn aber abfangen. Und zwar mit dem schönen Gerät hier. Sobald wir hier auf A drücken, fahren die Stacheln raus. Müssen wir richtig timen und dann kriegt er diesen Drachensperr voll in die Fresse. Und mit etwas Glück treffen wir das Horn und das Horn fliegt ab. Okay, alles klar. Okay. Los geht's! Jawoll! Da ist das Horn ab. Das genehmigen wir uns auch gleich mal. Hm, schönes Horn hast du da. Dankeschön. Schiefes Horn. Das Beste, was man kriegen kann. Man kann zweimal ausnehmen. Ja, ich habe mir da gerne mal so ein bisschen Schaden dafür eingefangen. Gut, da der Drachensperr getroffen hat, haben wir jetzt schon mal einen Großteil erfüllt. Das Horn ist ab. Möchte mal gerne gucken, ob hier noch mehr Munition lag. Weil da die Kisten waren irgendwie noch da. Okay, hier ist noch mehr. Oh, ein Schuss, wow. Na komm, den kriegst du auch noch ab hier. So, voll auf den Rücken. Lass mich mal wieder in Ruhe. Oh, Chacha hat ja scheinbar eine reingeboxt, wie ich sehe. Wir haben noch 20 Minuten. Ich werde doch mal darüber schwimmen jetzt und mir die andere Ballistenmunition holen. Was war das? Oh Gott, er rastet hier nämlich schon wieder aus. So, her damit. Mehr Ballistenmunition ist ja auch nicht, das ist die letzte Sammelstelle. Und dann hauen wir ihm richtig mit unserer Waffe auf die Schnauze. Er macht einen Wasserstrahl in die Richtung, wo Chacha ist. Chacha hat es getroffen. Chacha ist tot. Wie immer, kennt man ja nicht anders von ihm. Aber immerhin, er hat ihn gut abgelenkt. Jetzt können wir hier schön sammeln. Und dann, er kommt. Wie er jetzt aussieht. Und schön, er ist schön rasiert. Das Hörnchen ist ab. So. Und in die Fresse. Und jetzt hier auf dem Rücken ein bisschen. Magst du das? Das magst du doch. Und dann er brüllt. Ja, keine Ohrstöpsel. Dann nochmal ran hier. Die schmecken dir, ne? Die schmecken dir. Und noch ein Schuss. Geh weg hier. Oh Gott. Zum Glück habe ich mir nur 2 Vorrat. War erstmal aus dem Weg hier. Alles klar. Unsere Luftanzeige ist wieder schön gefüllt. Und jetzt auf die... Auf ihn drauf, ja! Jetzt so viel Schaden machen wie möglich. Gucken, ob wir ihn tot kriegen oder ob wir ihn halt nur verjagen können. Wenn die, sobald die Zeit abläuft, wird er verjagt, falls wir genug Schaden gemacht haben. Falls wir jetzt tot bekommen, dann würde mich das wundern, aber wäre richtig geil. Also ich würde mich richtig freuen. Ja, ja. Das war daneben. Da kommen wir. Oh, treffen wir! So möchte ich das sehen. Aua! Mal wegpacken die Waffe. Jetzt ist er wütend. Stoß ihm den Drachensperr in den Leib, bevor er zu sinken. Der Drachensperr, der ist schon längst abgefeuert, Chacha. Der muss sich erstmal wieder recovern. So schnell geht das nicht.
So Rinder. Oh, er flieht. Nice, alles klar. Haben wir es geschafft, ihn zu verjagen. Scheinbar ging das auch. Der verletzte Drachenälteste flieht. Die Quest ist erfüllt, das Dorf ist gerettet. Dann haben wir wohl doch schon genug Schaden gemacht und er hat sich entschieden, lieber zu fliehen. Alles klar. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde den Fight hier eigentlich immer ziemlich cool. Ziemlich cool gestaltet. Und wir haben jetzt scheinbar das Dorf gerettet. Yeah! Ja, das freut mich doch. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt hiervon kriegen. Ah. Was gibt's denn hier für Schönes? Ja, liebe Leute, und das war mein Let's Play zu Monster Hunter Tri. Damit ist das Spiel durchgespielt, wir haben es beendet. Es war, sag ich mal, mein erstes großes Let's Play, weil es etwas länger ging. Mir persönlich hat es sehr gefallen, gerade weil es Monster Hunter ist und Monster Hunter echt wirklich eins meiner Lieblingsspiele ist, weil es macht einfach wirklich so viel Spaß. Ich meine, falls ihr das alles angeguckt habt, erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das bedeutet mir echt eine Menge. Wenn ich euch damit unterhalten konnte, freut mich das natürlich noch mehr. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ne, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hatte ja vor, wie gesagt, noch den Teil danach zu machen, beziehungsweise, ja doch, der danach zu machen, der Portable Third. Ist ja für die PSP und für die PS3 in Japan nur erschienen. Aber das kriege ich auch hin, so Let's Playen. Wenn ihr das sehen wollt, ist es ungefähr wie das hier, nur mit mehr Monstern und so und mit neuen Gebieten halt, mehr Monster, andere Story, ist klar, ne? Neues Dorf. Aber erstmal jetzt, wie gesagt, was das Spiel hier anbelangt, es kann sein, dass hier noch was passiert jetzt hier nach, ich bin mir nicht ganz sicher, also auf jeden Fall müssen wir eventuell den Ceardeus sogar noch ein zweites Mal jagen, beziehungsweise unseren Angeschlagenen zu Ende jagen, das ist nämlich so, das ist ein... Den musst du zweimal machen, die Quest. Ja. Mal gucken, ob wir das machen können noch hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bedanke mich für alle fürs Zuschauen, die dabei waren bei dem Let's Play. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit Let's Plays. Im Großen und Ganzen Monster Hunter ist einfach nur zu empfehlen. Also jeder, der auf sowas steht, der schon immer Monster jagen wollte... Monster Hunter ist das perfekte Spiel für euch. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal hier.
Lasst die Credits noch zu Ende laufen, lasst euch die Credits genießen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Es hat mir gefallen, euch zu unterhalten. Bis dahin, ciao. So Leute, alles klar. Wer bis hierhin noch geschaut hat oder sich das jetzt hier noch anschaut, die Items, die wir jetzt noch von ihm bekommen haben, ja, Ciadius Schuppen, ja, Ciadius Fell, Mond im Wasser wurde der Galerie hinzugefügt. Wütender Gott wurde der Galerie hinzugefügt. So, wenn wir mal gucken, was die neuen Dorf mit uns zu bereden haben. Ich denke mal, die wollen sich jetzt bei uns bedanken, wie das jetzt halt gelaufen ist. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Ja, für die Leute, die jetzt noch zuschauen. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, wirklich. Wenn ich euch damit unterhalten konnte, freut mich das auf jeden Fall sehr. Mir hat das ganze Let's Play auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde motiviert weitermachen. Also mal, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet, wenn nur ein Part pro Tag kommt oder ob ihr weil ich ja momentan zwei Projekte gleichzeitig mache oder ob ihr es besser findet, wenn von beiden Projekten ein Part am Tag kommt oder ob ich lieber nur erstmal ein Projekt machen soll, bevor ich das nächste starte. Sagt mir das am besten mal, weil da wäre mir eure Meinung echt ziemlich wichtig, weil ich finde das einfach persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Weil wenn ihr immer alle zwei Tage warten müsst, bis ein neuer Part von irgendwas kommt, ich weiß nicht, ob das gut für euch ist. Ja, miau, miau, ich bin zurück, bla, 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 ja, du bist unwichtig. Sorry, aber ist so. So, mal gucken. Erstmal wieder alles voll kaufen. Weil selbst wenn wir das Spiel jetzt hier beenden, möchte ich gerne noch ein volles Inventar haben.
So, Junior, was hast du zu sagen? Ah, der mächtige Held kehrt in einem Stück zurück. Du musst unbesiegbar sein, Jäger. Ich bin so froh. Ich könnte schief heulen. Ich hab was im Auge. Du hast das Dorf gerettet und unsere Existenz gesichert. Du hast Vaters Ehre gerettet. Du bist... ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Und jetzt... Ich bin nicht gut bei solchen Dingen. Selbstverständlich kannst du so lange hier bleiben, wie du willst. Du bist ein guter Jäger. Also gut, was willst du? Ja, das ist die Frage. Hat der auf der Farm noch was zu uns zu sagen? Nö. Die Katzen haben keine Arbeit. Und reden wir nochmal mit dem Dorfchef. Du hast es geschafft. Der Siadius ist weg, Kleiner. Mir fehlen die Worte. Aber danke. Scheint ein guter Anfang zu sein. Du hast uns ein wertvolles Geschenk gebracht, den Frieden. Das Volk von Moga steht in deiner Schuld. Noch die Stiefkinder der Nichten unserer Kinder werden davon erzählen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist zu einem Jäger geworden, der sich überall auf der Welt behaupten kann. Ich hoffe, dass du auf deinen Wegen trotzdem niemals deine Freunde hier vergessen wirst. Dorf Moga wird immer dein Zuhause sein. Und eines Tages, wenn wir aufs Meer blicken und dich am Bug eines Jagdschiffes stehen sehen, wissen wir, einer der großartigsten Menschen, der diese Insel je betreten hat, ist zurück. Glückwunsch, ich meine Jäger. Du bist jetzt schon eine Legende, eine lebende Legende. Hoch lebe der Held von Moga. Das ist wirklich eine große Ehre. Darf ich noch kurz was sagen? Puh, dieser Freundenschrei war nur für dich. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Du hast das Dorf gerettet und dich nicht mal geopfert oder so. Stimmt's? Also mach dich bereit. Ich habe noch mehr Freudenjubel für dich. Du hast es geschafft. Du hast gewonnen. Yeah. Ja. Was? Faustpumpe. Also, woo. Yeah. Woo. Yeah. So, das musst du mal raus. Und jetzt habe ich noch schlechte Neuigkeiten. Ich habe hier eine Nachricht von der Gilde mit den Disziplinarmaßnahmen, die sie gegen dich eingreifen wollen. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich dachte, du willst dabei sein. Bereit? Schön, mal sehen. Ich fasse zusammen. Missachtung direkter Befehle, schweres Vergehen, bla bla bla, aber du hast den Siadius besiegt und das Dorf gerettet. Wir haben entschieden, dass Jäger und Verbindungspersonen ihre schwere Arbeit für das Dorf Moga fortsetzen sollen. Ende. Wir haben es geschafft. Wir sind Helden. Wir werden nicht arbeitslos. Das heißt, mein lieber Jäger, ich bin an deiner Seite, solange du im Dorf bleiben willst. Was bist du für ein Glückspilz? Hey, jetzt fehlt nur noch eins an diesem Ende, findest du nicht? Komm her, du. Nein, ich will dich nicht küssen. Quatsch, komm, gib mir 5. Also mal sehen, such dir eine Quest aus, irgendeine. Ja, hier ist alles erfüllt. Oha. Wie es aussieht, ist das Ganze ja noch nicht vorbei. Also es gibt hier noch so ein paar Nachquests jetzt, wo man halt 2 Viecher auf einmal jagen soll. Ja, das Problem ist, die Quests, ich werde die nicht machen. Also ich werde die auslassen. Hauptsache war das ja alles. Weil die Quests hier, die sind ausgelegt dafür, dass man online gespielt hat. Weil es gibt halt, wie gesagt, es gibt auch Online-Modus in dem Spiel, den ich aber leider halt nicht mehr machen kann, weil der Online-Modus bei dem Spiel abgestellt wurde. Also komme ich da nicht mehr rein. Was bedeutet, ich komme nicht mehr in verbessertes Equipment ran. Weil mit meinem derzeitigen Equipment werde ich die Quests aufgrund von zeitlichen Problemen nicht schaffen. Ja, was für mich heißt, dass ich diese Quests hier auslassen werde. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hauptquest war abgeschlossen. Alles klar. Gut, wer da ein bisschen geschaut hat, dann würde ich sagen, ist das Payment hiermit beendet. Das war dann der letzte Part. Ich bedanke mich nochmal vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Das war euer Zuluxmaster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.